Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge Minecraft Server spielen. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr das letzte Mal mitbekommen habt, ich will hier ein kleines Häuschen bauen, so ein Berghaus halt. Bin einfach wie blöde drauf los, habe ich gebaut. Deswegen reiche ich das jetzt einfach alles nochmal ab, weil es kacke geworden ist. Oder ich versuche daraus noch irgendwas Ordentliches zu machen, aber ich glaube, das wird nichts. Du musst der Realität ins Auge blicken. Ich bin übrigens auch mit dabei. Hola. Hast du eine Dierstein-Axt, Dier-Axt für mich? Brauchst du eine? Ja. Danke, Ringverdiener. Spaß. Nein. Ich glaube, ich kann mir sogar noch eine Wir craften, haben aber nichts wird gegen. knapp. Ja, ich kann noch eine craften. Oh, ich habe sogar noch eine. Oh, ich bin so krass. Ich bin vorhin zurückgelaufen. Brauchst du Axt oder Spitzhacke? Axt. Und woran arbeitest du gerade so? Wenn du zu meinem Turm kommst, dann siehst du es. Das ist der große hier, ist er, oder das ist Friedrichs Turm? Das ist der Fettklotz hier. Nee, zu meinem Turm, Ich weiß nicht, und dann musst ist du vom das. Nee, ich Haupteingang glaube, raus, der. ja. Aber Fried. Ah, doch, ich sehe ihn, wenn ich sie. Ah, ich muss mal vielleicht bitte. Grafik. Ich glaube, du Sichtweite. kannst ihn nicht höher stellen. Das ist am Server so begrenzt. Ja, ein bisschen. Ja, ich sehe es gerade. Nee, das ist Roberts Turm. Das ist dein Turm? Nee, das glaube ich. Nee, das ist dein Turm, glaube ich. Nein, du musst. Komm auf, du bist auf dem Berg jetzt, oder? Ja. Aber wem gehört denn Ah, der ich Turm? Ist sehe dich. das Komm zu mir. Robert? Das ist Robert, ist der dahintere, ja. Der mit dem Holz. Ja. Ist das der? Komm mal mit. Oh Gott, ich dachte Nein, das ist schon. Robert. Folge er mir. Und der Klotzer gehört Dingens. Meine Baustelle ist, komm mal her. Ich glaube, es rendert noch gar nicht. Doch, doch. Siehst du das da hinten? Ja, ich sehe es da hinten. Das reiße ich gerade alles ab. Das waren ein paar große Dingskubusse und oben war auch schon die Lapislazu, die Kuppel drauf. Aber ja. Ja. Sah irgendwie scheiße aus, habe ich es abgerissen. Ja. Da, 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 da. Ahoi, Lavender. Und tot. Da, 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 da. So, ich baue das mal alles ab. Der ist jetzt nicht so interessant, deswegen werde ich das raus. So. Es gibt Kunde von unserem Mitspieler, erkläre er sich. Eines Morgens vor unseren Mauern tauchten sie auf. Eines Morgens. Vier Krieger, Räuber mit einem Banner. Einen Banner so schrecklich. Tötete diesen mit dem Banner und er gab mir einen Effekt. Böses Omen. Hinausgeworfen wurde ich aus der Stadt, ein Dorf zu suchen und einen Raid zu spielen, diesen zu gewinnen und ein Totem of Undying wieder zurückzubringen. Hey, Also, pass auf, da hier ist ein Enderman. Creeper. Ja, mein Aim ist auch nicht, dass es Ah, hier ist macht. auch ein Creeper. Soll ich Das für sagst du die dich ganze Zeit. Reparatur übernehmen? Schau mal, ich lock den Creeper hin und dann Hä? springen wir in die Luft. Und dann. Digga, ich treffe ja nicht mehr. Los, treff. So, jetzt. Danke für die XP an der Stelle. Das ist mir so scheißegal. Dann nicht, als hätten wir eine XP-Farm. Okay. Wo ist denn dieses Also. Dorf?
Nicht wieder, was? Komm mal mit. Dort, wo wir schon mal waren, weißt du? Ja. Also falls ihr es nicht verstanden habt, wir spielen gerade einen Raid. Ey, muck nicht. Ey, sonst muck hole nicht. ich die Polizei. Oh, ich hab eine Enderperle. Die brauche ich. Knochen brauche ich nicht. Komm mit, ihr Hirten. Wollen wir uns mal Pandas beschaffen, die sind lustig. Von jeder Sorte einer Ja. kreuzen wir die und dann gucken wir, ob die männlichen Regeln auch in Minecraft umgesetzt werden. Findest du das gut? Will ich gerade eigentlich. Ja. Dein Ja-Ja-Zeichen leiten. Lass mich die Töne, ich hab Looting 3. Ich hab Looting 3, lass mich die Töne. Dein Ja-Ja scheint mir nicht sehr überzeugend zu sein. Ja, ich halte den Kosten-Nutzen. Rechnung in dem Ja, Fall können wir für Microsoft zu hoch. anschreiben und sagen, dass sie irgendwas machen, dass sie böse sind. Und ein Panda spawnen sollen. Nee, dass sie böse sind, weil sie die männlichen Regeln nicht mit den Pandas in Minecraft umgesetzt haben. Ja, und dann sagen wir, Pandas sind doch auch Tiere. Und ja. Bist du jetzt Wusstest du, eigentlich. dass Minecraft keine feindlichen Mobs macht, die es auch in der echten Welt gibt? Wo bist du? Also ein Löwe oder was? Oder so? Ne, das werden die, sowas werden die nie hinzufügen. So, ja. Das finde ich ein bisschen krank. Also ich glaube, die nehmen ihren Dingsanspruch ein bisschen zu ernst. Hier was? Lass mich den doch killen, ich habe Looting. Ja, aber welchen Anspruch? Ihren erziehungstechnischen Anspruch. Okay. Komm hier, ich habe Enderperlen für dich. Welchen erziehungstechnischen Anspruch? Nee, Minecraft versucht wirklich so family-friendly zu sein, so weißt du? Ja, stimmt, die Scheiße. Das ist der Grund, warum Minecraft nie ein Ego-Shooter werden wird. Finde ich aber irgendwie gut so, aber. Da gibt es bestimmt eine Maus für. Es gibt ja so extrem viele Waffen-Mods. Auch viele Server. Ja. Imagine, in der Minecraft-Führungsetage ändert sich was und plötzlich werden so Shotguns und sowas hinzugefügt. Genau. Man Und kann die ja. Tiere bluten, wenn du die tötest oder sowas. Ja, aber so richtig. Und dann spritzt das ganze Gesicht Ja. voll. Es spritzt so, die Organe spritzen so raus, weißt du? Ja. Und Säuglingsmord wird belohnt. Wo Ja. bist du eigentlich? Ich hab dich schon wieder verloren. Und man kann Villager vergewaltigen. Sehe ich dich noch? Bin hier oben. Ah, hinter dir. Hola. ¿Qué tal? Vaya sin tiquitos. Muy amigo. Ja, und es gibt der Polizist, der ist so richtig gewaltbereit. Das ist eine richtige Polizeiherrschaft. In den Dörfern. Was hast du eigentlich für einen Effekt gerade drauf? Achso, ist das dieses böse oben? Hä? Ist das diese Partikel hier, die ich sehe? Die böse oben? Wahrscheinlich, ich sehe keine Partikel bei mir. Ich sehe Partikel bei dir. Das ist vielleicht ausgestellt. Kann sein, maybe. Also ich hätte den MLG ja geschafft. Was? Ich habe ja auch kein Energy. Wasser einmal dabei. Fällt mir gerade auf. Das ist not so good, mein Süßer. Not so good at all. Wem gehören eigentlich die Phantome? Oh. Ich glaube mir. Mir wahrscheinlich. Oder dir. Kann auch sein. Also sie gehören ja niemandem, die greifen nur vor, ich vermehrt mich an. Lass mich in Frieden, ich habe Frau und Kinder, nimm die.
Looting ist auch nicht mehr das, was es mal war. Oh ja. Ach, die Speiderblatt. Noch die Speiderblatt. Oh, wir bauen so eine. Wollen wir alle Dorfbewohner hier entführen und zu unseren eigenen Dorfbewohner machen? Na, ich hätte doch schon Dorfbewohner bei mir. Ja, aber es ist ein bisschen useless, die freizulassen. Also ich würde die eher so freilassen im Sinne von, ne, dass man das Dorf ein bisschen belebt. Ah, die sind doch hier unten schon gut gefangen. Hä? Die sind doch hier gut gefangen, da unten. Naja, aber dass man... Naja, aber dass man halt Dorfbewohner hat, die halt sich frei bewegen können, so bei uns im Dorf. So, damit das ein bisschen belebt wird. Ja. Damit es schöner aussieht. Da müssen wir aber mal die Grenzen klar. Da müssen wir mal die Grenzen klar festlegen. Was für Grenze? Oh, wollen wir die in so Gattern sperren? Weißt du, in so Käfigen von der Decke hängen lassen? Und wo sind die scheiß Leute? Was? Ich sehe die nicht. Dorfbewohner. Nein, die Raid-Leute. Ja, kann man die Raid nicht zu Ende spielen. Sind die unten? Ich weiß noch, wir haben das schon mal gespielt, die verstecken sich immer in so Höhlen. Ja, ja. Ah, doch, die sind hier oben. Also ich sollte vielleicht mal Platz in meinem Inventar machen, damit, damit halt irgendwas gedroppt wird. Zwei Räuber. Two. Die waren hier. Die ich nicht sehen kann. Whoa. Zwei Räuber, die ich nicht sehen kann. In der Nacht. Nee, es ist ja schon Tag. Zwei Räuber, die ich nicht sehen kann. Callt uns. Halt uns buchen wollt. Oh, Pfeil des Schadens. Der wird dir benutzt. Der macht, du machst, wenn du Pfeil des Schadens auf Zombies und sowas wirfst, negativen Schaden. Also die kriegen Plus. Was, warum das denn? Ich weiß nicht. Ist aber Schwäche so. Ah Gott, wozu ist denn zu gebrauchen? Na. Kann es sein, dass hier überhaupt kein Dorfbewohner mehr leben? In irgendwelchen Höhlen. Außer die, die wir eingebaut haben. Ja, da sind keine mehr drin in dem Dorf. Dorfbewohner. Ah, fuck. Und die waren Dorfbewohner in der Schlucht zufälligerweise? Weil da unten sind die Räuber. Ich glaube, die sind jetzt alle tot hier unten in der Schlucht. Nee, die hatte ich eingebaut. Also auch mit Türen eingebaut, also. Hä? Zeigt euch, wenn ihr euch traut. Zeigt euch doch. Wo sind denn die jetzt? Ne, ich hab die zwei schon. Es ist neue Welle. Ich seh kein Schwein. Achso, du hast sie schon. Es ist eine neue Welle. Ah, da hinten sind welche. Ich will auch mal. Ich hab noch keinen einzigen getötet. Effektiv. Die Diener sind da. Also die mit den Äxten. Lass mich die killen, die mit den Drop Emeralds. Ein Räuber des Teufels. Hier unten. Ne, hier ist eine Katze. Ich glaube, die Katze war. Strings oder Fisch, glaube ich. Oh, die brauche ich. Ja, Strings. Super. Nee, Strings wollte ich eigentlich nicht. Fische brauche ich. Ich sofort zum Angeln. Wieso brauchst du denn Fische? Ja. Wir finden den letzten Räuber wieder nicht. Wenn wir Katzen anschaffen. Ich weiß nicht, ob es so schlau ist, ihn zu töten. Nee, aber es sollen ja meine Katzen sein, weißt du? Eine Streunerkatze.
Unnötig. Ich finde keinen Räuber. Ich finde auch keinen Räuber. Ich finde auch keinen Räuber. Hä? Ist bestimmt wieder in der Schlucht. Hast du schon geschaut? Guckst, nee, da kannst du mal nachgucken. Oder ist irgendwo dort gespawnt und metzelt jetzt unsere schönen Dings-Reparaturbringer ein. In der Schlucht ist keiner. Diese Feiglinge verbarrikadieren sich irgendwo. Oh, das ist hassig an einem Raid. Dass das manchmal so ist. Irgendwie in den Höhlen. Hier drinnen. Das Dorf lädt natürlich aber auch dazu ein, dich hier zu verstecken. Hä? Was ist das für eine Schakra? Shit. Man bräuchte irgendwie so einen Tracker oder so. Mann! Bisschen nervig. Ja. Oh! Nein! Er ist hier bei der. Er ist bei mir. Zeig mal. Töte mal nicht. Ich muss sehen, wo der ist. Hier, da wo der Pfeil hochfliegt. Ich bin dran vorbeigesprungen. Hast du den Pfeil gesehen? Hier. Jo. Soll ich ihn töten? Ja, mach. Kannst du mir einen Wassereimer runterholen? Ich kann dir was anderes runterholen. Oh. Naja. Ah, komm, du kleiner Wick. Hätte sogar gepasst. Überfall. Überfall. Angriffskrieg. Ups. Du steckst noch in der Geschichts-TU drin. Ja. Take warte, ich komme mit die Hexe. Boah, ich hab so viele schon gekillt ohne einen einzigen. Hit. Vertrau dich, du Feigenuss. Ey, von hinten. Du kleiner Feigling. Es fehlt ein Räuber. Ich habe den Räuber erledigt. Ich habe ihn in seine Schranken zurückgebracht. Soll ich mich um die Wechsel und den, also um den Magier kümmern oder willst du es auch mitmachen? Ja, komm, wie es gerade passt. Oh, ich muss mir wieder Optifine runterladen. Ich find's. Wollte ich schon. Dein, also gespawnt. Drei Hexen. Das ist eine Ansage. Eine Kampfansage. Hast du ein Licht dabei? Hä? Hast du Milch dabei? Komm her. Nee. Oh, was hat er noch gedroppt? Hast du Poison? Ich habe einen Trank der Heilung.
Jo, ich hab Häusen. Was ist das denn für ein Vieh? Was ist das für ein kleines Vieh hier unten? Tötet den mal. Mann, ist die Wechsel? Ist da so ein kleines Vieh da? Ist das durch die Luft geflogen? Nee, auf dem Boden rumgekrochen. Silberfisch. Nee, sah aber nicht aus wie ein Silberfisch, war so lila. Oh ja, das war Endermite, glaube ich. Oder? War die lila? Ja, das kann sein. Ja. Wo sind sie? Ich hab's eben gehört. Das ist ein Ender-Dings. Hier unten. Schön ins Kreuzverhör. Wollen wir welche gefangen nehmen und die so aushängen, quasi? Als Kriegsbeute? Oh, die sind so viele Wechsel hier oben. Oh, scheiße. Siehst du den Magier aber überhaupt? Ich glaube, der Magier ist schon tot. Wo ist die Dinger, die hier leben? Ja, echt? Dann hast du... Hast du einen Totem? Nee. War der Inventar leer? Ja, es gab ein paar leere Slots. Okay, dann hättest du eigentlich ein Totem einsammeln müssen. Kann sein, dass wir aber auch irgendwie das mit irgendwelchen anderen Zeugs. Aber ich glaube, der eine, der Magier, ist vor meinen Augen gestorben. Ich... Da im Gerangel. Dann guck nochmal, ob du irgendwas Totem findest. Ja. Der Fuß hat genervt von diesen Plagegeistern hier. Hier liegt das Totem, ich hab's. Was ist? Ja. Wunderschön. Es fehlen trotzdem noch ein paar Jungs. Da ist der erste. Boah, diese Plage, die sind so nervig. Und einer fehlt noch. Wollen wir den jetzt? Nee, das ist, glaube ich, zu weit weg, oder? Haben wir eine Leine? Nee, den bringen wir nicht mehr nach Hause. Dann können wir das nicht mit einer Leine? Nee, den nehmen wir nicht mehr nach Hause, oder? Lass doch wieder, wenn wir nicht mal wieder aufkreuzen, weißt du? Die nehmen wir damit zu uns. Ja, okay. War das schon die finale Welle? Ja. Held des Dorfes. Okay, jetzt traden, jetzt kriegt man Rabatte. Aber ich hab nichts. Ah, was juckt mich. Aber ich hab nichts zum Traden dabei. Okay, ich habe immer ein Gedächtnis, Emeralds. Ja, bist du runtergesetzt. Stimmt. Schön. Ich will mal gucken, wie es denn wieder mal geht. Hast du mit? Ja. Zwölf kostet jetzt Reparatur. 12, na, das geht ja. Alter Schneider! Das reicht noch nicht. Das reicht noch nicht. Okay, wir hitten jetzt, wir töten jetzt zusammen den Eisengolem, okay? Was? Warum? Ich hitte ihn und muss den auch hitten. Warum? Komm! Los! Zerstör ihn! Hat der Schaden. Hat der mal übel Schaden, Junge! Wie viel Herz hast du noch? 5. Und was hat das jetzt gebracht? Darf ich mal fragen? Ich wollte es nur gucken, ob wir es schaffen. Okay. Random, aber okay. Ich bin ein gewaltbereiter Junge. Ja. Oh nein, ich hätte ja schon. Wölf ihn! Er stirbt sonst! Geht doch nicht. Ja, das ist ja verdient gewesen. Ich wollte das nicht. Bitte, schon, er wird nicht willkommen. Ich. Ja. Wie war das? Unschuld schützt vor Strafe nicht. Ja, weil beim Bauer haben wir noch Rabatt. Geil. Ich würde mal wieder nach Hause gehen, oder nicht? Okay. Was hält uns denn noch hier? Die Liebe meines Lebens. Oh, ey, mach nicht diesen. Wie ging's jetzt nochmal nach Hause hier lang, ne? Ja. Ich such Zuckerrohr.
Diese Papier. Von überall. Wie so eine Jagdflieger. Ich? Oh, ich habe ein neues Dorf erreicht und das Dorf hatte auch schlechte Erfahrungen mit uns gemacht. Was war denn da? Wo bist du denn? Sag mal. Unser erster Raid, den wir abgebrochen haben. Ei! Also den wir abbrechen mussten. Hey, wo war denn das? Sag mal. Es war ein bisschen weiter entgegensetzt von unserem Richtung zu unser, nach unserem Hause. Zu Hause? Ja. Hause war Süden, ne? Keine Ahnung. Ich kann dir die Richtung sagen, wenn ich an der Stelle stehe, aber. Ja, was war das für die Richtung hier, ne? Ich glaube hier dann. Ich suche gerade Rakettreibstoff. Ich glaube, ich verlaufe mich gerade. Suche ich Zuckerrohr. Ich glaube, das sollte nicht der richtige Weg sein. Ich hoffe mal, dass das der richtige Weg ist. Scheiße. Bist du tot? Ich habe alles auf eine Karte gesetzt und verloren. Jo, ich lauf mal nach Hause. Das war doch eine spannende Folge. Ist das mein Hund? Habt leider nicht allzu viel vom Server noch gesehen, aber ich denke, das ist verkraftbar mit dem Raid, den wir gespielt haben. Wir sehen uns dann nächste Folge wieder. Mal schauen, was die nächste Minecraft-Folge ist, irgendwie Bed Wars. Ich hatte auch mal überlegt, also jetzt, wenn die neue Version rauskommt, hatte ich auch wieder mal mit dem Gedanken gespielt, eine normale Welt zu starten, einfach ein bisschen Überlebenswelt zu zocken. Welche neue Version? Was? Die neue Version? Welche neue Version? Welche denn? Hier, 20 Dings. Hier mit dem neuen Mod. Aber die kommt doch gerade noch. Die kommt doch noch gar nicht. Echt? Ist das nicht die 20er mit dem neuen Mod? Das Mob, wo? Ja, ja, natürlich, aber die 20er kommt doch erst irgendwie im Weihnachten rum raus. Oh. Wenn so. Überhaupt noch dieses Jahr. Oh, das wusste ich nicht. Das wird in den nächsten 1-2 Monaten. Na gut, ist ja in den nächsten 1-2 Monaten, aber gut. Halt nicht so. Naja, wie auch immer. Nicht verzagen, einfach mich nicht fragen, weil ich weiß die Antwort sicherlich nicht. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao. Willst du noch was sagen? Kleine Stützworte, Josias? Ja, ciao, ciao. Ciao. Weltbewegen, Weltbewegen. Weise Worte, Weise Worte. Weise Worte vom weisen Mann.